Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz im Anschluss an das Meisterrundenspiel zwischen unseren Steelers und den Lausitzer Füchsen. Vor 2607 Zuschauern endet das Spiel 3-4 für die Gäste nach Verlängerung. Bei mir hier vorne Dirk Bobach, Gästecoach und natürlich Kevin Godet. Dirk, dein Statement zum Spiel? Ja, schönen guten Abend und bin natürlich sehr froh, dass wir jetzt 2 Punkte mitnehmen konnten, weil die letzten Wochen für uns strapaziös, auch das Nervenkostüm war etwas angespannt. Jetzt haben wir 5 Punkte geholt in den letzten 2 Spielen. Das ist natürlich wichtig für die Moral, für die Psyche der Mannschaft und auch, dass sie merken, dass wir, wenn wir taktisch gut spielen, vieles drin ist, auch gegen so eine Top-Mannschaft, haben den Spitzenreiter aus Bietigheim. Es war ein sehr ausgeglichenes erstes Drittel, denke ich. 1-1 nach 20 Minuten, wo viele Chancen auf beiden Seiten, die ersten 5 Minuten deutlich Vorteile für Bietigheim. Dann sind wir besser ins Spiel gekommen und ich denke, das war ein ausgeglichenes erstes Drittel. Zwei Drittel auch so viele, also ich denke mal, sehr, sehr hohes Tempo, sehr gutes Spiel, GL2-Niveau gehabt, viele Chancen, hohes Tempo, Zweikämpfe und so weiter. Ich denke, für die Zuschauer war das ein sehr schönes Spiel. Dann natürlich wieder das 4. Gegentreffer im Powerplay, im eigenen Powerplay, das ist natürlich was mich sehr geschmerzt hat. Aber zum Glück konnten wir uns das heute wieder erarbeiten, dass wir die 2 Punkte mitnehmen. Da werde ich wieder weiterarbeiten dran, dass die Jungs das dran denken müssen, abzusichern, einfach kein Risiko einzugehen, um einfach diese Basics da abzurufen beim Powerplay. Kurz vor Schluss das 2-3, wir sind nicht umgefallen. Sicherlich war Bietigheim nahe dem 2-4, was sicherlich in einer kleinen Vorentscheidung getan hätte, oder beziehungsweise Bietigheim, wenn sie 4-2 führen, wäre glaube ich das Spiel erledigt. Aber so sind wir dran geblieben, 2-3, und machen aus einem guten Konter das 3-3. Und zum Schluss nochmal gefightet in Unterzahl und in die Verlängerung gekommen und dann glücklich das Tor geschossen. Aber wie gesagt, die Mannschaft hat sich das verdient, diesen Kampf zum Glück. Und deshalb bin ich sehr froh. Wir sollten das weiterfahren, die nächsten Spiele. Ich denke, das kann Erfolg bringen und sollte auch dementsprechend auch diese Qualität reichen für die Playoffs. Oder Playoffs mindestens. Danke. Vielen Dank, Dirk. Kevin, deine Einschätzung zum Spiel? Ja, schönen guten Abend. Ich will erstmal etwas über die Schiedsrichter sagen. Es ist nicht mein Liebling, Dinge zu machen, aber es ist die zweite Mal, wir kriegen einen Ausländer Schiedsrichter. Das erste Mal, man war auf Frankreich, keine bezahlt. Und dann heute, das war die gleiche Dinge bis die letzte Minute. So, wie kann man 120 Minuten spielen ohne Überzahl und die andere Mannschaft kriegt 6? Genau, das versteht nicht. Wir sind die wenig bestrafte Mannschaft der Liga und das ist die erste Dinge. Die zweite Dinge, die Tor, das er nicht erlaubt, war ein Tor. Ich habe das gesehen von der Bank. Das war einfach zu sehen. Und, wir haben genug Schiedsrichter in Deutschland. Ich denke, wir müssen mit den Deutschen arbeiten und nicht. Ich verstehe nicht, warum wir müssen auch für Schiedsrichter gehen. Das ist nur meine Meinung zum Spiel. Sehr gut begonnen, die ersten 5 Minuten. Ich denke, wir haben gut gespielt, das ganze Spiel. Wir haben gekämpft und so viele Chancen erarbeitet. Und Boutin war einfach unglaublich heute, was er gehalten hat. Man sieht, warum er war ein MVP für ein paar Jahre. Das ist ein Torwart. Und auch die Weißwassermannschaft ist jetzt kompletter. Das war eine Mannschaft, die ganze Saison waren die ersten 4. Sie haben 4 Verletzte gehabt und jetzt sie sind eine der gefährlichsten Mannschaft der Liga. Sie brauchen nicht viele Chancen. Und wir haben gekämpft bis zum Ende. Aber du kannst nicht so viele Chancen verpassen. Penalties und offene Pinnezoro mit einem offenen Tor. Das kannst du nicht verpassen, wenn du willst, so eine gute Mannschaft schlagen. Und sie haben bis zum Ende geblieben und einen Weg gefunden zu gewinnen. Aber ich kann keinen Vorwurf an meine Mannschaft machen. Wir haben viele Chancen erarbeitet. Und ich habe schon gesagt vorher, manchmal haben wir auch nicht verdient zu gewinnen und gewonnen. Und heute, ich denke, wir haben besser verdient, aber es ist Eishockey. Manchmal hast du Glück und manchmal Pech. Dankeschön. Vielen Dank, Kevin. Gibt es von Seite der Presse noch? Ja. Die Frage nicht, Kevin. Wurde schon eine Woche mit 2 reguläre Tore aberkannt? Nein, und hier ist mein nächster Punkt. Ich verstehe nicht, in einem Profi-Eishockey-Liga, dass wir haben keinen Videobeweis. Das ist in jeder Liga der Welt. Profi. Oder mindestens die alte System, wo du hast einen Mann mit einem roten Licht und wenn es ist ein Tor und er sieht das, er sagt Tor oder nicht. Aber es ist, ich bin auch die Erste, die sagen, es ist einfach für einen Schiedsrichter. Keine Frage. Du siehst in der NHL jeden Tag Tore, dass sie sind kein Tor und sie sind auf Video, ist es ein Tor oder vice versa, andere Weg. So, das ist etwas, ich verstehe auch nicht. Gibt es noch Fragen von der Presse?
Kevin, die Frage an dich. Unser Neuzugang Christoph Jacques ist wieder zurück. Wie lange wird es dauern, bis er wieder der Alte ist? Ja, ich denke, gewichtmäßig ist gut. Aber wenn du hast natürlich in Italien und in die Oberliga gespielt, diese Schnelligkeit und Kampfbereitschaft, natürlich, er braucht Zeit. Heute, ich habe gesehen, am Ende, er war ein bisschen müde und das ist normal. Es ist ein sehr hohes Tempo, sehr gut im Eishockey. So, eine genaue Zeit, das kann ich nicht sagen, aber ich bin zufrieden, wie er schon gespielt hat diese Wochenende. Danke. Gibt es da noch Fragen von der Presse? Dem ist nicht so. Dann geht es für uns weiter am Dienstag um 19:30 hier gegen Landshut. Darauf am Freitag fahren wir nach Krimmelschau und begrüßen Sie dann wieder am Sonntag, den 8.2. um 17 Uhr. Und die Gäste sind dann die Starbucks Rosenheim. Dirk, euch eine gute Heimreise. Vielen Dank. Ihnen auch eine gute Heimreise und bis zum nächsten Mal.